Igel, das neue Wort der Folge. Sieht seltsam aus. Ja, ich bin auch fürs Rechte, habe ich ja schon gesagt. Ah, das ist irgendwie total komisch, um Minecraft alleine Multiplayer zu kommentieren. Hast du, na, da kann ich mich nicht verletzen. Ah, stimmt, geht ja gar nicht. Was? Ich wollte gerade mit der Schiene den Ding hochfahren. Das Wasser. Mit Minecart. Ja. Um 7. Nein. Um 10. Naja, ich bin jetzt nicht mehr lange da. Ich muss jetzt nur noch einiges. Ja, ich bin auch gleich weg. Weil Baum. Matthias, mir ist da was eingefallen. Ja. Und zwar, der Weg zum Bücherzimmer ist ja schon irgendwie ein bisschen eng. Ja. Wir müssten eigentlich den Brunnen 1 versetzen. Das wird eine Schweinearbeit. Wir können es auch ganz doof machen. Dann sieht es aber oben kacke aus. Nee, das kriegen wir schon hin oben. Ja, sollen wir jetzt pausieren? Ja, noch bis 5 nach und dann ist Schluss. Ja, also gut, noch 5 Minuten Bücherregale setzen. Genau. Stumpfes Bücherregale setzen. Stupide Steine abhacken. Sehr gute Arbeit. Aber das Haus nimmt echt Form an. Der Boden sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe mir jetzt so gedacht, aber so irgendwo auch ganz auf der Spitze so das Baumhaus hinzupflanzen. So weltenbaummäßig. Gut, die Bäume pflanze ich okay. Ja. Ja, bis zum letzten Show, das immer noch nicht gekommen ist, müsste ich dann noch das Haus sehen. Es ist deshalb noch nicht gekommen, weil wir noch nicht fertig sind. Ja, ja. Das hat ja noch Zeit. Ja. Oh. Hey. Das Wasser. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir dann... Nee, das sieht dann kacke aus. Müssen wir da drin eine Wand ziehen, dass es von außen gut aussieht. Naja, ich kümmere mich hier, dass es von außen gut sieht. Du kannst bei den Büchern ja weiterarbeiten. Gut. Also bis zur... Du kannst, wie ist er, du? So, ich mache jetzt einfach mal, nur um zu gucken, hier genau das gleiche. Na, falsch. Knie. Hm. Du ganz fieser. Du dreigiger Schiff. Puff. Das soll gemütlich werden, das Bücherzimmer, ne? Nicht vergessen. Wie gemütlich? Ich dachte, was Chaoszimmer. Rustikal. Einfach ein paar Bücher hingeklatscht und fertig, oh, dachte ich. Ich brauche immer noch Zäune, ne? Ja, fängst du jetzt mal wieder an hier. Oder wir machen das so, die Leute bauen ein Bücherzimmer. Das muss aber schon so anfangen, vom Eingang her. Wie es da hinten aussieht, das können wir ja noch ändern, aber auf so einen Eingang muss schon sein. Naja, auf sowas, weil bei sowas lasse ich mir nicht reinreden. Ein Bücherzimmer, das kriegen wir schon gut hin. Gut, dann nicht. Aber das könnte man trotzdem mal so machen, als kleines Projekt auf Rüflein. Irgendwann mal, ja. Ja, so, mal schauen. Jetzt muss ich hier leider was abreißen. Nein, lass die Treppen. Nein. Naja, die kommen nur ein bisschen versetzt hin. Keine Sorge. Ich wäre auch dafür, dass wir Half Steps nehmen. Meinst du? Ja. Ja, mir ist es recht wurscht. Ach, okay. Mir ist es gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oh, das Gefühl ist so eklig. So, ich gehe jetzt auf die ewig währende Suche nach einer Crafting Box. Ich, Ach, verdammt, da ist keine. Ach, da ist immer noch keine. Ja, ich habe Holz. Ah, wo sind denn? Ach, da hinten ist eine Crafting Box. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Half Steps. Gut, das sollte reichen. Mach jetzt einfach mal einen ganzen Stack.
Barst. Ups. Räum's. Ja, dann setz ein Wort hier. Ach, hier sind auch noch Crafting-Boxen. Ach, die habe ich natürlich auch gesehen. Guck mal, da ist keine Wand mehr. Alter, bist du behindert? Na warte, ich kann sie ein bisschen reparieren. Ja, jetzt gibt mal Gas hier, Josh. Ich müsste erstmal die Wand reparieren, die du massakriert hast. Nein! So. Ich brauche das. So. Ja, weg. Nicht weghauen, nicht weghauen, ich brauche das noch. Ja, jetzt müssen wir noch zwei. Jetzt müssen wir noch zwei Zäune geben, wohl der Übel. Da muss noch einer hin. Noch ein Halbblock. Da, gut. Noch einer. Da. Okay, und ja, gut, kannst weitermachen. Ja, jetzt müssen wir bis 8 nach aufnehmen. Alter, jetzt starb mal. Hast du einen Cleanstone? Da müssen auch noch zwei hin. Hast du einen Cleanstone? Ne. Ich werf mal kurz zwei in den Ofen. Jetzt start mal. Was starten? Ja, nochmal die Ding. Was die Ding? Die Aufnahme. Die läuft schon die ganze Zeit. Und ich reg mich hier auf. Sag mir das doch mal früher. Aber ich sehe jetzt schon die Kommentare, deswegen. Naja, zum Schämen bringst du mich damit auch nicht. Hast du Kohle? Ja, im Geldbeutel habe ich Kohle. Ach, du meinst die Kohle. Ach so, nee, habe ich nicht. Aha. Ja, so sieht's jetzt. Ja, abwechselnd halt. Ja, es passt schon, komm. Ist halt noch was anderes, ne? Kommst du so schön rein, Dreck. Aber ich würde sagen, wir machen den ganzen Boden aus Wolle. Und einen Stalker-Raum oben drauf. Ich sehe dich, ich stalke dich. Warte, jetzt weiß. Das Ugly Chicken. Ey, das war gut. Ich muss mir den Part gleich wieder reinziehen. Ich habe irgendwo noch auf dem PC das Bild. Musst du unten in die Startleiste eingeben. Ugly. Dann siehst du bestimmt Dennis. Nee, war ein Witz. Ui, der war gemein. Nein. Wieso machst du ja, da den Cleanstone weg? Weil ich es kann. Ich dachte, da kommt Cleanstone hin. Aber das ist mir aufgefallen, da war ja schon. So. Mein kleiner und König. Noch eins. Ja, extra die Goldrüstung aus dem Ding gezogen. Aus der Kiste. Ja, der Boden muss aus Wolle. Oh, die Höhe kann man lassen, 5, ne? Kommt man da noch dran? The greatest meins. Ja, dann machen wir halt dann noch einige so, du weißt schon, so Reihen von Büchern und ja, ich würde sagen, auch irgendwann mal, da ist so eine Reihe, weißt du, dass du so eine Ecke hast, wo du so rein kannst, ne? Ja, und dann machen wir irgendwann mal noch so eine Leseecke, ja, da fällt mir auch schon was ein. Ich zeig dir jetzt das Ganze mal mit Dreck, wie ich dir das vorstelle. Und das geht jetzt, nee, ich zeig's dir nach der Aufnahme. Ja, okay. Sonst wär's ein Spoiler. So. Ach, ich muss meinen Campingtisch wieder machen auf dem Meer. Mit Lava. Und einem Kuchen drauf. Der sah epic aus. Ups. Ja, der war nicht schlecht, aber man kann keine Lava setzen. Kalle? Kann er Lava setzen? Ja. Der ist Server-Admin. Ja, um nicht. Ja gut, dann kann ich ihn bestimmt von den positiven Seiten eines Vulkans überzeugen. Am besten noch in die Stadt, wo die ganzen Holzhäuser stehen. Ja, das vertreibt die ganzen bösen Mitmenschen. Ich würde mal sagen, wir haben noch keine Schlafzimmer, ne? Ich mache jetzt hier mal einfach ganz spontan. Das wird wahrscheinlich ein Fail. Einfach so. Irgendwo hier oben über dem Bücherzimmer bauen wir dann die Schlafsäle.
Da hinten ist immer noch ein totes Skelett. Ja. Hast du noch was zu sagen, mein König? Noob. Ich bin König, ihr nicht. Nee. Ich habe noch zu sagen. Ein König mit hohem Schutz. Ich will. Ja, es halt, sind halt wichtig. Die Krone will, die sind wichtig. Und vor allem teuer. Unbezahlbar. Ja, das kann man wohl sagen. So. Und zum Abschluss des Partys mache ich das. Das machst du aber nochmal weg. Ja, mache ich schon. Ich wäre ja eigentlich dafür, dass wir die ganze Höhle überfluten. Nee. Ja, doch. Gut, wenn es dann der Amon wieder aufräumen muss, bin ich voll einverstanden. Oh scheiße, das läuft in den Garten und da hat die Scheiße weggespült. Nein, was denn? Nein, nein, nein. Nee, nein. Es ist genau ins Wasser gelaufen. Alles steht noch. Alles geplant. Na ja, gut. Dann würde ich sagen. Ja, guck, wie perfekt ich das gemacht habe. Alter. Peter an der Wäscheleine ist sich wirklich wieder der Spider-Man. Alter, wie viele Spinnen sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt findet man sicher noch irgendwas. Das, ja, da sind noch 4 Stück. Damit waren wir bei 9 Spinnen. Die klettern gerade hier beim Glas hoch. Ja, ich würde sagen, das passt gut so. Die finden das irgendwie geil, ne? Die sind so dicht. Ja. Die sind richtig geil. Hast du dich gerade gehauen? Wer hat denn das gemacht? Imaginär habe ich sie geschlagen. Gut, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Jetzt muss Schluss gemacht werden. Ja, oder würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns und sehen uns beim Bauen. Nein, jetzt habe ich es weggespült. In der nächsten Aufnahmesession. Vielleicht wieder mit Burhan und Dennis und Amon auf jeden Fall. Ganz genau. Bis dahin noch schöne Ostern, guten Rutsch ins neue Jahr und Tüdelü. Sagst du auch noch was? Okay, tschüss. Tschüss.